Er schon wieder mit seiner Kamera. So, wir sind jetzt hier beim Axel in Dasse. Der hat ein paar Fahrzeuge für uns vorbereitet, wie ich es euch gesagt habe. Und ich habe euch auch versprochen, den Bodo lernt ihr jetzt auch kennen. Die stehen da beide schon direkt vor der Garage, warten auf uns, also kommt mal mit. So, hallo ihr beiden. Ja, schön. Hallo. Nico, hi. Hallo Nico. Schönen guten Tag. Freut mich. Ich bin Axel. Freut mich sehr. Hallo. Ihr habt ein paar Autos für uns vorbereitet. Ja, genau. Und die gucken wir uns jetzt gerne mal an mit euch. Kommt mal mit. Das ist deine heilige Halle sozusagen. Ja, genau. Das ist die Schatzkammer. Also. Und das Ding heißt jetzt Sterneschub. Sterneschub, ja, genau. Sich an, absoluter genau. Mercedes-Freund. Also. Ja. Wunderbar. Um welche Objekte geht es denn? Wo hast du denn gedrückt? Ja, also, das wäre das eine Fahrzeug. Das ist dieser wunderschöne Mercedes von 1967, ein 250er SEC. Und ursprünglich aus Südfrankreich. Ah ja, ist ungeschweißt. Und auch, hat auch erst wenig gelaufen und ist in tadellosem Zustand. Allerdings, ich kann dir das gerne zeigen, gerne. Haben wir da ein Problem, was den Heckdeckel angeht. Und man sieht das hier auf dem Heckdeckel, das ist nicht nur stumpf, sondern es ist irgendwie so auch nicht gut spiegelnd wie sonst die anderen Flächen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ja. Er fühlt sich auch nicht glatt an. Ja, und ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber das hat sich irgendwie so herauskristallisiert und da wäre schön, wenn das natürlich dann so aussehen würde wie sonst das Fahrzeug, weil es sehr, sehr gut im Zustand sonst ist. Also da können wir bestimmt was machen, habe ich den Eindruck. Ja. Das müsste klappen. Mhm. Was wäre jetzt spontan deine Idee, Bodo? Also meine Idee ist, also wir haben hier so ein paar kleine Pixel, die werden wir nicht wegbekommen, die sind aus der Lackierung heraus. Ja, also das ist aber gar nicht schlimm. Nee, das ist nicht schlimm, die werden bleiben. Also das aber war sicherlich sogar im Original, ja, die sind damals anders lackiert, genau, aber die haben immer kleine Anschlüsse genau. gehabt. Aber diesen Schleier und diese, man würde ja schon fast sagen Schleifspuren, die können wir mit der Feinschliffpolitur bearbeiten. Das ist ja großartig. Und wir sind dann ziemlich sicher, dass es dann wieder eine glatte Oberfläche gibt, die dann mit dem Hochglanz bearbeitet. Ja. Und dann sollte das wieder im gleichen Zustand sein wie die anderen Lackoberflächen auch. Ja, ja, das wäre grandios, weil das Auto hat es verdient. Ne? Ja, sicher. Da sind wir auch gespannt drauf, ob das klappt und wie wir es machen, wird euch nachher der Huber zeigen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Du hast noch einen zweiten Kandidaten vor. Ja, genau. Bei dem zweiten Fahrzeug, das ist dieses. Das ist auch ein sehr schöner Mercedes von 1979, ein 350er SE, der kommt aus Italien. Fast alle meine Autos kommen ja aus dem Ausland, die habe ich irgendwie so nach und nach zurückgeholt. Und da stellt sich das Problem wie folgt dar. Ihr seht hier das Armaturenbrett und im Armaturenbrett hat sich da ein leichter Riss gebildet. Das liegt einfach daran, natürlich hohe Sonneneinstrahlung in Italien. Dadurch die Weichmacher gehen dann nach und nach raus und dann fängt es an zu reißen. Und das kann man natürlich dann so nicht mehr beheben, aber man kann verhindern möglicherweise, dass es an anderer Stelle weiter reißt. Das finde ich jetzt noch relativ wenig und milde, was da jetzt zu sehen ist. Aber das wäre noch so ein Punkt, um das zu erhalten, damit das jetzt nicht demnächst andere Risse noch zusätzlich bekommt. Super. Also ihr dürft halt gleich zwei Produkte auf jeden Fall, die wir gestern hergestellt haben und vor euch gezeigt haben, in der Anwendung sehen. Das machen wir gleich. Wir werden uns jetzt gleich noch mit dem Axel hinsetzen und mal ein bisschen befragen, warum hier eigentlich sechs Mercedes in der Garage stehen. Fahren schon mal ein bisschen die Autos rum und sehen uns gleich wieder. So Axel, jetzt sitzen wir hier ganz gemütlich, wollen uns ja noch mal ein bisschen unterhalten. Ja. Fangen wir erstmal ganz allgemein an. Wie kam es dazu? Wie bist du Leidenschaft Auto, Mercedes? Ja. Wann hat das angefangen? Also Autoleidenschaft gab es halt immer. Ich bin früh schon Rallyes gefahren, Slaloms gefahren und von da an gab es immer so eine große Verbundenheit so mit Autos. Und zu den Oldtimern bin ich gekommen, als ich eingeladen wurde von Mercedes zu einer Oldtimer-Rallye. Die hatten ein eigenes Fahrzeug da zur Verfügung und suchten noch jemanden, der mitfahren würde. Okay. Stellte sich dann heraus, eigentlich wollten sie einen Fahrer haben und dann haben sie mich dann genommen und ich habe dann auf einem Vorkriegsfahrzeug dann dort die Rallye mitgemacht, die haben wir dann gleich auch gewonnen, also war ein wunderschöner Einstieg und das hat mich so ein bisschen angefixt.
Ja, und dann ging auf einmal die Suche nach einem Auto los. Und da ich schon im Studium Mercedes immer gefahren habe, war es klar, irgendwie, es müsste ein Mercedes sein. Und es wurde dann eins der Fahrzeuge, was da ganz hinten steht, die Heckflosse. Das war das erste Auto, was ich gekauft habe, 2006. Und gleich alles reibungslos geklappt, oder? Ja, überhaupt nicht, weil jeder macht natürlich genau mit dem ersten Fahrzeug die größten Fehler. Das ist klar, daraus lernt man. Das Auto kam auf eigener Achse bis zu mir. Aber dann hatten wir es auf der Bühne und stellten fest, dass wir das Fahrzeug komplett restaurieren mussten. Und das war dann 2 Jahre in Quarantäne. Und jetzt ist es aber sehr dankbar und läuft fantastisch, macht Riesenspaß. Aber ich würde jedem empfehlen, wenn er jetzt ein Auto sich neu erwerben will, dass er einen Fachmann mitnimmt, der das genau untersucht. Weil wenn man dann schon so fixiert ist, man will so ein Auto haben, dann guckt man auch nicht so genau hin und missachtet auch so manche Signale, die das Fahrzeug vielleicht schon zeigen könnte, aber wo man dann drüber hinweg guckt, weil man ganz darauf ausgelegt ist, den will ich doch mit nach Hause nehmen. Wir haben jetzt da relativ steigende Preise fast in allen Klassen. Du bist jetzt, ich behaupte mal, Mercedes-Fachmann. Hast du noch einen Tipp, wo man sagen kann, das Auto kriegt man noch gut? Ja, also jetzt im Augenblick steigen gerade vom W123, den habe ich da ja auch als Kombi, die Kombi-Modelle sehr. Also wenn man da jetzt nochmal ein Fahrzeug erwerben könnte, was eine niedrige Laufleistung hat, aber in einem sehr guten Zustand ist, das wäre also ein Auto, was ich einerseits empfehlen würde. Und dann habe ich selber so ein bisschen Auge noch drauf geworfen auf einen 114er als Coupé. Das ist also der Strich 8er als Coupé. Die sind im Augenblick auch noch im Wert etwas unterbewertet. Da könnte man auch noch ganz gut einsteigen. Wie wäschst und pflegst du deine Autos selbst? Ja, also ich habe vor Jahren mal so ein Pflegemittel in die Hand bekommen, das aus England kommt und das versprach, ohne Wasser könnte man das machen. Und hat jeder, der mit Oldtimer was zu tun hat, auch immer Angst davor, dass die Autos rosten könnten und dass man eben Wasser vermeidet. Habe mit diesem Material einige Zeit gearbeitet und habe aber jetzt irgendwie das Gefühl, es ist ja eben doch immer ein bisschen leichter Staub auf den Fahrzeugen und man reibt das womöglich ein. Und bin jetzt am Überlegen, welche Alternativen ich dann dafür nehme und nicht mehr mit dem Produkt arbeite. Wie bist du jetzt bei deiner Suche nach dem Produkt auf Tapi gestoßen? Das ist fast ein Zufall gewesen, weil einerseits habe ich in einer Fachzeitschrift von denen gelesen und dachte, ach, die sind bei mir ja in der Nähe, das ist ja ganz spannend, die will ich mal kennenlernen. Und dann hatte ich aber vorher schon die Chance auf der Messe in Bremen, hatten den Stand. Und dann bin ich da hingegangen, es war ein hochprofessionell gemachter Stand, auch zeitgenössisch, und es hat mich sehr angesprochen. Und so bin ich zu Tapi gekommen. Hast du jetzt selbst schon mal an einem Produkt gearbeitet oder ist jetzt quasi die Premiere, dass du dir anguckst, was damit mit deinem Auto passiert? Also, ich habe schon eine ganze Produktpalette von denen, aber jetzt war Winter und es war kalt und da hatte ich jetzt nicht so die Zeit und nicht die Lust, damit was zu machen. Aber die Produkte stehen und warten darauf, dass es jetzt noch schöner wird, damit ich dann loslegen kann. Super, also machen wir zusammen den Startschuss, Genau. Bereiten ein Auto auf und den Rest machst du dann selbst. Ja. Super. Ich würde sagen, wir schreiten mal zur Tat, bringen das Auto mal so in Position, dass wir anfangen können, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann würde ich sagen, schreiten wir zur Tat. Klar, machen wir. Wir haben ja da zweimal Personal in der Ecke zu stehen. Dann nehmen wir den linken, oder? Wir nehmen den linken. Sieht ein bisschen besser aus. Machen wir. Hallo. So, wir brauchen deine Hilfe bitte. Aus dem Winterschlaf mal kurz. So, den Hubert kennt er ja schon. Der wird uns jetzt mal zeigen, was wir bei einem Kunststoffarmaturenbrett machen können, um es zu schützen, zu pflegen und dass eben keine Risse entstehen. Wir haben es hier mit einem Modell zu tun, wo schon sehr viel Kunststoff verbaut wird, und das größte Problem ist das Armaturenbrett, weil da die Sonne drauf scheint, dann reißt das auch sehr schnell, und das kann man nur verhindern, indem man das regelmäßig mit einem Produkt pflegt, wo eben auch Inhaltsstoffe drin sind, die das verloren gegangene oder die verloren gegangenen Weichmacher auch wieder ersetzen kann. Und dann entstehen auch diese Risse nicht mehr. Ich nehme mal einen Tropfen aus der Flasche raus. Tragen das erstmal richtig großzügig und flächig auf.
Und dann wartet man eine Zeit lang, ich sag mal so 5-10 Minuten, und geht dann mit einem fusselfreien Tuch später nochmal drüber, dass der Überschuss abgenommen wird. Und das macht man, wenn der Kunststoff schon sehr trocken ist, öfter mal hintereinander, und dann ist es eigentlich für eine lange Zeit gut gepflegt. Wie stark muss die Oberfläche vorher gereinigt werden? Die Oberfläche sollte natürlich vom Staub vorher befreit sein. Wenn noch ein bisschen Schmutz in dem Kunststoff drin ist, dann wird das durch das Lösemittel in dem Pflegeprodukt rausgezogen und ist dann hinterher im Lappen sichtbar. Wie oft muss ich das wiederholen, um den Effekt zu erhalten? Das kommt eben darauf an, wie stark der schon ausgetrocknet ist, der Kunststoff. Ich würde sagen, wenn er noch gar keine Anzeichen zeigt von irgendwelchen Rissbildungen, dann einmal im halben Jahr, einmal im Jahr. Und wenn er schon rissig ist, dann sollte man das wirklich, ich sag mal, wöchentlich erstmal wiederholen, bis dass der Kunststoff wieder auch reanimiert wird. Und dann wieder einmal alle halbe Jahre, jedes Jahr, je nach Nutzung. Und das kann ich auch außen verwenden, die Kunststoffpflege an Außenkunststoffen? Das kann man an allen Kunststoffen im Fahrzeug verwenden, es sei denn, es sind Klarsichtkunststoffe. Da darf man es niemals verwenden. Alle lösemittelhaltigen Produkte haben nichts auf Klarsichtkunststoffen zu suchen. Super. Dann lassen wir das Produkt mal wirken und gucken uns das Ergebnis an. Ja. Ja, ich denke mal, Nico, wir haben lange genug gewartet. Es ist genug eingezogen. Jetzt wischen wir nochmal den Überschuss ab und dann müsste das gut sein. Aber der Kunststoff hatte das so notwendig, ja. Da gibt es eigentlich kaum Überschuss. Ja, wird richtig aufgesaugt. Ja. Ja, auch bei der Tür ist es genug eingezogen. Wir reiben noch einmal rüber. Und ist perfekt gepflegt. Und damit sind wir fertig. Hubert, vielen Dank schon mal dafür. Bitte, da nicht für. Du bist leider noch nicht entlassen, darfst noch nicht zu deinem Freund zurück. Wir müssen dich jetzt nochmal mitnehmen. Da wartet auch noch Arbeit. Alles klar, machen. Wir sehen uns gleich wieder. Fährt sich das schön, so kommt man gerne von A nach B. Du da rein und jetzt rauskommst. Kümmern wir uns um den so Heckklappenschaden. Ja, die Sitze sind schon geklärt, weil das ist natürlich nicht viel weit. Nee, das ist interessant gelöst, weil da ist ja hinten dieser Eisenstange. Ja. Die Füße runter und dann die Knie wieder drüber. Okay. Das hat man genau so gemacht, dass man sich wie eine Sardine da hinein bewegen kann.